Ah ja, Epic Games, Epic Games, Epic Games. Was gibst du uns immer für neue Informationen, Freunde? Heute geht es darum, dass Epic Games einen neuen Skin geleakt hat, der wahrscheinlich morgen schon in den Item Shop rauskommen wird. Und dann haben wir noch ein neues Comic hier in Fortnite drinne. Ein neuer Bogen soll rauskommen und vieles mehr hier in diesem Video schaffen wir heute. Oh yeah, Superman, Leute. Superman, ja. Ja, okay, okay. Leute, Superman hat gesagt, schaffen wir heute. 18,4 Likes. 18,4 Likes hat Batman gesagt. Superman. Wir gehen rein ins Video. Let's go. Benutzt den Creator-Code Sabel, Freunde. Das wird mich sehr, sehr freuen. Ganz viel Liebe geht hier an euch raus. Alter, neues Crew-Paket ist draußen. Heute neues Video mit dem neuen Crew-Paket. Mal gucken. Das sieht ja mal ultra geil aus. Okay, rot, grün. Nochmal den grünen Style. Okay. Let's go. Das ist der neue Skin, Freunde. Und wir haben ihn natürlich. Wir kriegen erstmal die ganz normalen 1000 V-Bucks. Und dann halt noch den Battle Pass geschenkt. Den haben wir zwar schon. Und hier haben wir den Skin. Meiner Meinung nach bis jetzt finde ich sogar der beste Crew-Paket-Skin. Wir kommen dann noch Rettet die Welt kostenlos dazu. Okay, dann würde ich sagen, wir rüsten das Ganze mal aus. Und dann spielen wir jetzt gleich mit dem die Runde. Wenn ihr zum Beispiel die echten Comics haben wollt von Fortnite, dann findet ihr das Ganze auf dem Panini-Shop. Und zwar seht ihr hier auch gerade mal, ein paar Comics sind erst am 25. Mai wieder lieferbar. Also habt da ein Auge drauf. Wenn ihr zum Beispiel jetzt die Comics unbedingt haben wollt, dann müsst ihr euch die auf jeden Fall vorbestellen, weil die werden relativ schnell ausverkauft sein, wenn wir jetzt hier einfach mal Fortnite Comic eingibt und bei Panini das Ganze sucht, sieht man hier auch schon Fortnite Batman 1. Das ist zum Beispiel der Nullpunkt von damals, lieferbar wieder ab dem 25. Mai. Und dort bekommt ihr auch diese Codes. Heute landen wir mal bei Pleasant Park. Bin ich schon länger nicht mehr gelandet. Ich muss sagen, Pleasant Park ist einer meiner Lieblingsorte zum Landen. Und heute gibt es natürlich wieder ein paar neue Informationen zu den Comics, zum Harley Quinn Skin, zu einem neuen Bogen, der reinkommen wird. Und Fortnite hat gestern aus Versehen einen Skin gepostet auf Facebook. Und der Skin wird morgen in den Item Shop rauskommen. Meiner Meinung nach ein sehr geiler Skin. Moin. Moin. Okay, Leute, der wollte uns hier mit einer Granate abwerfen. Aber den haben wir schon mal. Und 24.000 EP haben wir bekommen. Was für ein Bogen ist denn das nochmal? Oh, Schockwellenbogen. Dazu sage ich nicht ein. Okay, das war jetzt noch nicht ganz aufgeladen. Jetzt. Dazu sage ich nicht nein. Hier drin müsste eigentlich einer sein. Die sind, glaube ich, wieder unter mir. Wir fangen auch gleich mal mit den ersten News an, die es in Fortnite... Oh, nice one. Müsste aber nochmal einer sein. Kurz den Biggie gönnen. Oh, das sind sogar zwei Biggies. Geil. So, volles Leben ist am Start. Oh mein Gott, da kommt sein Teammate. Oh, ich hatte nichts mehr zu bauen. Das war gerade so knapp. Der Typ hat mich gut gehittet. Aber wir haben jetzt beide schon mal weggeholt. So, kommen wir auch schon zur ersten News. Und zwar ist heute ein neuer Comic rausgekommen. Mit dem Fishy-Skin. Man sieht auf dem Cover Batwoman. Man sieht auf dem Cover Catwoman mit Batman. Und Batman hält den Fishy-Skin. Der arme Fishy-Skin, Freunde. Der ist irgendwie in dem Comic gestorben oder sonstiges. Ich kann euch nicht sagen, was in dem Comic passiert, weil ich ihn natürlich nicht habe. Und Donald Mustard, der Erfinder von Epic Games bzw. Fortnite, hat sich wahrscheinlich inspiriert von einem anderen Batman-Comic. Das blende ich euch hier mal gleich mal ein. Und die zwei haben auf jeden Fall eine Ähnlichkeit. Und dieser Comic ist jetzt rausgekommen. Ich finde das Cover vom Comic mega krank, Freunde. Und wenn ihr euch das Comic natürlich holt, bekommt ihr wieder einen Code von Fortnite. Das habe ich euch ja auch schon mal erklärt, das Ganze, damit ihr den... Oh mein Gott! Ey! Der haut ab! Nein! Okay. Du haust mir nicht ab. Mal kurz aufladen hier. Bei Pio! Ey. Nice. Da ist ein Teammate. Oh, von rechts kommen noch Schüsse. Komm runter.
Okay, ich habe ihn, Freund. Der hatte epische Pumpy, oder? Ah, schade. Epische Pumpy nicht, aber immerhin episches Gewehr. Oh, wie krank hat denn das gehittet? Und die haben sogar goldene Urzeitmaschinenpistole. Leute, jetzt aber hier. Und ich hoffe nicht, dass der Fischstick sterben wird, Freunde. Das wird mir so leid tun. Und ja, das zum neuen Comic in Batman X Fortnite. Kommen wir natürlich zu einem nächsten Skin. Und zwar habe ich euch vor ein paar einigen Videos den Harley Quinn Skin gezeigt. Den blende ich euch nochmal hier ein. Und diese Codes kann man natürlich schon kaufen. Ich habe euch am Anfang vom Video gezeigt, wie man diese Codes kaufen kann. Oh, die magische Kiste ist ja hier am Start. Und wir haben genau die Pumpgun, die wir haben wollen. Es läuft doch, Freunde. Es läuft sehr gut. Und ihr müsst halt Glück haben, Freunde. Vielleicht kriegt ihr auch noch ein paar Codes bei eBay, weil die ganzen Comics sind zurzeit ausverkauft. Es gibt aber auch noch digitale Codes, die man kaufen kann. Einfach mal ein bisschen googeln, aber nicht irgendeinen Schrott kaufen. Es gibt sehr viele Scammer, Freunde. Also da wirklich ganz, ganz dick aufpassen. Und wie gesagt, ich finde den Harley Quinn-Stil eigentlich ganz cool. Den bekommt man ja nur mit dem Fortnite Comic hier. Finde ich ganz nice, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Dann hat Fortnite auf Twitter sich ein bisschen verplappert und das Ganze bestätigt. Es wird eventuell einen neuen Bogen demnächst geben. Und wir haben ja schon ziemlich viele Bögen gehabt, muss ich ja sagen. Und demnächst wird ein neuer rauskommen. Und zwar... Ey, danke. Vielen, vielen Dank. Der hat ja auch ganz guten Loot. Wie viele Bögen haben wir denn jetzt eigentlich schon drin gehabt? Wir hatten jetzt schon ungefähr 4 Bögen drin gehabt, die verschiedene Fähigkeiten hatten. Und mein Lieblingsbogen ist der Bogen, den ich gerade habe. Und zwar der hier, der Schockwellenbogen. Und der neue Bogen, Freunde, wird ein Boogie-Bomb-Bogen sein. Fortnite hat das Ganze auf Twitter bejaht. Und wir kriegen demnächst ein Fortnite-Boogie-Bomb-Bogen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es cool, dass sie die... Ey, die haben ja mein Auto kaputt gemacht. Ich raste ja komplett aus. Die haben ja mittlerweile schon so viele Bögen. Das finde ich auch relativ cool. Es bringt immer so ein bisschen neuen Schwung rein ins Spiel. Ihr könnt natürlich wieder in die Kommentare reinschreiben, wie ihr den Boogie Bomb Bogen finden würdet. Also man muss ehrlich sagen, Boogie Bomb ist schon ziemlich OP, wenn ihr das Ganze trifft. Und mit einem Bogen könnt ihr einfach Boogie Bomb spammen. Also ist das schon krass. Von einer Skala von 1 bis 10, Freunde, vergesst nicht in die Kommentare reinzuschreiben, was ihr vom Bogen haltet. Ich würde sagen, der Bogen kriegt von mir von einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Ich würde sagen, eine stabile 8 von 10. Der Bogen wird richtig wild. So, Freunde, bevor wir gleich zur letzten News in Fortnite kommen, muss ich euch eine ganz kurze Real-Life-Story erzählen. Ich war ja gestern beim iCrimex sein Auto abholen. Und wir haben ja einen Vlog zusammen gemacht. Max hat sich ja das neue Auto geholt. Und es war ja die komplette Action. Ich musste in die Notfallaufnahme, weil ich diese kranken Bauchschmerzen wieder hatte und sonstige. Das war sehr, sehr viel Action. Könnt ihr euch natürlich das Video gerne mal reinziehen bei iCrimex. Und das war auch ziemlich lustig. Aber ja, so viel dazu auf jeden Fall. Und ich möchte mich nochmal für euren geisteskranken Support bedanken. Was geht bei euch in den letzten Tagen, Wochen los, Freunde? Eure Bewertungen, eure Likes und sonstiges. Also, das ist nicht normal. Ich sag euch, wie es ist. Ihr seid zurzeit nicht normal, meiner Meinung nach. Und dazu geht ein ganz großer Props an euch raus. Und wenn wir heute nicht den Win holen, dann tick ich aus. Wenn wir heute nicht den Win holen, lade ich das Video nicht hoch. Also, Freunde, wenn ihr das jetzt gerade seht, dann haben wir wahrscheinlich den Win geholt. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht habe ich auch keine Zeit mehr, ein Video aufzunehmen. Aber das schaffen wir heute auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich habe meine Shotgun liegen gelassen. Ich habe die grüne Shotgun wieder. Warum passiert mir das jedes Mal? Ich hatte die epische Shotgun. Was habe ich jetzt? Eine grüne. So, wir kommen jetzt auch gleich schon zur letzten News. Hey, warum bin ich denn aus dem Auto raus? Was war denn das? Aber wir müssen noch gerade... Oh mein Gott! Chill mal, oh! Wo ist der hin? Wo ist der Typ hin? Da! Oh mein Gott, der hat mir ja übel gegeben. Muss abhauen.
Leute, ich muss abhauen kurz, ich muss mich kurz healen. Oh mein Gott. Nein, Mann! Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Wir holen zurzeit keinen Win, ich raste aus! Fortnite, ey, ey! Leute, wir kommen zur letzten News. Und zwar hat Fortnite aus Versehen den Jules-Skin geleakt. Den neuen Jules-Skin, er wird morgen in den Shop rauskommen. Ich tick aus, Freunde. Und zwar zeige ich euch hier mal den Jules-Skin. Den hat Epic Games aus Versehen auf Facebook geleakt. Und der sieht ja mal ultra krank aus, dieser Skin. Ultra krank. Gebt den euch mal mit so einer Metalloptik und mit einer Rüstung, mit einer übelst kranken Spitzhacke, einem neuen Backpack, beziehungsweise mit einem neuen Umhang. Und diese Jules wird sich auf jeden Fall gegönnt, wenn die rauskommt. Ultra kranker Skin. Diesen Skin hat Epic Games aus Versehen geleakt auf Facebook, Freunde. Und sorry, dass wir zurzeit keinen Win holen. Ich habe zurzeit einfach eine scheiß Strähne. Ich rast aus, wenn ich im nächsten Video keinen Win holen. Rast, dann ciao, ciao. Leute, trotzdem vielen Dank für euren Support. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.